this rock appears broken. Would you like to use rock smash? Yes. Nein, use rock smash. Und damit seid gegrüßt, meine Zwerge Gnome, zu den Leuten, zu einem neuen Part. Pokémon Aurelia. Mit dem Zwergenfürst. Und mit Nein, die Steine zerstört. Und mit, ja. Zwergenfürst. Ja, mit Zwergi, den Charakter in Pokémon Uranium. Und weiter geht's. Nächste Route. Ins nächste Mondgras. Na dann, schauen wir mal, was hier uns für neue Pokémon begegnen. Smoa. Okay. Scheint ein Käfer-Pokémon zu sein. Lusnilan. Auf jeden Fall erstmal das Fight. Erstmal herausfinden, was es kann. Erstmal müssen wir es sowieso schwächen. Erstmal herausfinden, was für Attacken einsetzen kann. Wo wir es fangen können. Sowieso müssen wir es erstmal schwächen. Okay. Ein Käfer-Pokémon, wie es auch schaut. Ich denke, das wird nicht schaden, wenn wir das fangen. Wäre nicht schlecht. Wäre nicht grundverkehrt. Werden wir vielleicht auf die Box legen müssen, aber. Oh, das hat es wieder geheilt. Ja gut, ich bevorzuge hier mal ein Salz werfen. Ist riskant, aber. Nee, den Great Ball, den werfe ich noch nicht. Pokéball. Na komm. Das wäre super, wenn es jetzt klappen würde. Ach, ja, das war irgendwie halbwegs zu erwarten. Nie besiegt. Los, next Pokémon. So, Pumpi. Switchen. So. Fight. Quick Attack. Sing wäre vielleicht auch kein schlechter Attacker. Das ist effektiv. Vielleicht können wir es einstefern, dann lässt sich leichter fangen. So, Pumpi ist vergiftet. Was? Attack Mist. Das schaffst du doch nicht. Na komm. Sing. Na komm. Na endlich. Es war schon wieder drauf und dran, sich zu heilen. So, vielleicht jetzt versuchen wir es nochmal. Schlafen im Zustand. Pokéball. Na komm. Na komm. Na komm. Na komm. Nice. Good job. Smoa's got. Cute Ants Pokémon. Ah, okay. Eine Ants sollte das sein. Der Käfer-Pokémon, nur Käfer, okay. If it's more, promises to picnic, it's not trying to steal your food, it's just want attention. Still small, some people are. Nee, kein Nickname, erstmal nicht. Zur Not gehen wir zum Nickname-Berater in der Stadt dort drüben, somit wir fliehen können. In. Wie ist die Stadt, wo wir am letzten Tag noch waren, wo wir die erste Arena hatten? Ich hab's schon wieder vergessen. Markus, ja, ein Mankey wollen wir jetzt nicht. Nee, das müssen wir nicht haben. Nicht nötig. Route 3. Your way to Ball Town. Schleichen wir uns hier vorbei. So viel dazu. Oten! Das müssen wir uns fangen, obwohl das wahrscheinlich normal ist. Fangen tun wir es auf jeden Fall. Auch wenn wir es gleich wieder auf die Box tun. Erstmal nehmen wir es mit ins Team. Das ist das Team erstmal voll, aber nicht richtig sehe. Aber ja, das wird dann wieder genährt. Herzbad. Komm, Markus, halte durch. Es wird jetzt interessant, ob das jetzt ein
Das ist wahrscheinlich normal Pokémon. Wenn ich dann irgendwas mit ins Team jetzt kein normal Pokémon ist, könnte das eventuell doch gebrauchen. Ich denke, das ganz davon ab. Normal Pokémon haben wir schon ein paar. So, und was kommt für den Pokédex? Normal Flying. Okay, ja, nein. Das brauchen wir wirklich nicht. No. Wir haben schon 7. Wir sind schon 7. Ja, normal Pokémon haben wir genug im Team. Da müssen wir vielleicht überlegen, ob wir den dann doch noch raushauen. Das ist, ja. Wie sieht's denn in unserem Team aus? Wie ist denn das aufgestellt? Ja, wir haben jetzt 6 im Team. Momentan. Nachricht. Dann war Ground. Okay. Ground Steel Rock. Ground Fire. Normal Flying. Okay, ja, da insofern. Ich dachte, die beiden wären hier schon. Okay, dabei sind es Rock und Ground. Okay. Doch, wahrscheinlich. Aber zu ähnliche Typen. Normal haben wir hier schon bei Pompi. Ja, muss jetzt nicht unbedingt sein, glaube ich. Muss nicht sein. Attacken. Backjump. Ja. Ja, nee. Davon haben wir auch schon welche. Muss jetzt nicht. Käferpocken wäre nicht schlecht. Ich weiß nicht, wie wozu, was sich Small weiterentwickelt. Ameisen-Pokémon. Level 10, ja. Oten könnte cool sein, den im Team zu haben. Vielleicht tauschen wir Oten gegen Nini. Nein. Das wäre eine Möglichkeit. Haben wir zwar 2 Normaltypen. Na, haben wir Mordi und den Oten mit den ähnlichen Attacken. Der ist zwar nicht normal, aber ich würde Ninninein wahrscheinlich aus dem Team nehmen und Oten drin behalten. Ich glaube, Oten könnte noch interessant werden. Erstmal würde ich das wahrscheinlich so regeln. Ninninein ist echt schwer zu trainieren, muss ich sagen. Muss ich wirklich sagen, das ist wirklich eine Last, hier mit mir rumzustellen. Da würde ich vielleicht dann wirklich dazu tendieren, die mal wegzupacken. So, hier haben wir gerade keine Pokémon-Box oder das. Da gibt es im Pokémon-Labor was. Faded. Pokémon-Labor. Wo war das noch gleich? Warten wir das Pokémon-Labor hier. Ich glaube nicht, dass da eine Box stand, aber okay. Ja, hier war das Labor. Schnell mal rein. Können wir das Team heilen? Ich würde gerne mein Team aussortieren. Ja, Doppelteilen hilft besser. Vielleicht können wir es hier. Nee, müssen wir erst zur nächsten Stadt. Ja, dann ist das Team wohl erstmal voll. Fürs Erste. Schaut so aus, als ich denke, Ninninein wird uns heute verlassen. Das ist heute. Also, Ninninein wird uns nicht verlassen. Nicht die echte Ninninein. Oh, hier haben wir wieder die Steine. Als Frau Imsklau vielleicht nützt nicht, aber. Ja, das wäre dann auch nur das einzige. Rock Smash, wer kannst du noch erlernen? Das kann halt fast jeder lernen. Mordi und Markus, da kriegt Markus. Da kriegt's Markus halt. Puh. Dann erstmal Tackle, oder? Das könnte eine Sache sein, die wir später bereuen werden, aber. Ja, gut. Dann damit können wir dann auch offiziell Ninninein aus dem Team raushauen. Es ist wirklich, es ist gerade beim Training, ist das schwer. Markus hat sich leichter trainieren lassen. Ninninein war wirklich, es ist mehr eine Belastung fürs Team, muss ich so sagen. Und Markus hat sich auch im Arena-Ohren bewiesen. Es ist also, muss jetzt nicht sein. Anchor Point.
Na komm, jetzt gehen wir doch. Warum die gegen den kämpfen? So, Trainer, Mongras. Hey, are you parents really overbearing? Let me tell you about my dad. Nein, danke. Picknicker. So nachts noch am Picknick. Der Vater, das bräuchte wohl. Wir wollen uns hier gerade ein ziemlich starkes Normal-Team auf. Aber sollten wir mal aufpassen, dass wir jemanden. Aber dann bräuchten wir eigentlich ein cooles Pflanzen-Tiefer-Pokémon, ein cooles Wasser-Pokémon und so weiter. Das Team sollte schon eigentlich ausgeglichen sein. Naja, bisher hat sich halt noch nichts gefunden. Bisher haben wir halt immer diese Pokémon im hohen Gras gefunden. So. Na komm. So, Rock Smash. Ich wollte nur gerade kurz nachdenken, ob die Aufnahme überhaupt läuft. Falls das vergessen habe, rauszuschneiden. Ich habe gerade kurz OBS geöffnet. Groß gemacht. Um zu sehen, ob da, weil ich so das dunkle Gefühl hatte, dass ich nicht aufgenommen habe. Aber OBS läuft. Wenn es nicht abstürzt. Ah, volles Team. Noch. Also Oten werde ich mit reinnehmen ins Team wahrscheinlich, dass wir dann das neue Pokémon. Dafür wird Minimal gehen und das Hands-Pokémon, das wird auch gehen müssen. Ich denke ja. Da haben wir 5 Pokémon. Auch immer noch einen Platz frei fürs erste. Und dann wird dann gewechselt, wenn du das Team verlässt. Nein, wir kämpfen weiter. Mampus kriegt das sehr gut hin. Und wo Mampus ist jetzt der stärkste im Team. Sollen wir vielleicht mehr mal die anderen kämpfen lassen. Switch. Nee, ist nicht der stärkste, sorry. Dann kann Mampus hier kämpfen. Oten sollten wir vielleicht kämpfen lassen, um Level 11 zu werden. Ja gut. Damit müssen wir auch Ninlein nicht mehr kämpfen lassen. Brauchen wir uns keine Gedanken zu machen, dass die noch Level 11 und 12 wird. Ja, die ist momentan auf Level 7. Also was wollt ihr? Was wollt ihr? Was wollt ihr? Ja. Es ist, ja. So, haben wir uns jetzt hier schon eine Ewigkeit hier an diesem einen Büsche aufgehalten. Hoffentlich ist diese Route nicht zu lang. So, was haben wir denn hier? Können wir hier was klauen? Den Pokéball auf dem Tisch? I brow and I would rather stay in here. You can have plenty of adventure inside. So, you found Netball. Sehr schön. Haben wir was geklaut. Mom just doesn't understand why I hate that. It's coarse and wrong. And I get everywhere. Anakin, bist du's? Eine Konsole. I can't believe it. We live on the beach. All my children want to do is stay inside. Whether they are playing video games or reading books. They never want to go out and play. Tja, die Jugend heutzutage. Versteh das einer. Es ist ja. Wir wollen nur drinnen rumhocken. Spielen nur Videospiele. Da habe ich ja gar kein Verständnis für. Das ist also nur drin zu hocken und. Tja, am Ende werden die noch YouTuber und nehmen Videos auf und dieses. Spielen solche Sachen wie Pokémon Uranium oder so, das ist. Zäh. Burn hier. Sehr schön. Surfer können wir nicht. So, Strandfeeling. Sandburg. Drauf rumtrampeln können wir nicht, oder? Schade.
böser Zwergi. Ihr müsst echt mal ein bisschen Screenshot von machen. Fragt mal kurz. Das wird wahrscheinlich ein Trainer sein, oder? Na komm, kämpf gegen mich, Kitty. Nein, gar nicht. Na, Sister. My mama just gave me a Pokémon to play with me. Auch eine Möglichkeit, die Kinder zu beschäftigen. Wenn man sie selbst nicht beschäftigen kann. Los, Markus. Oh, der ist schon ziemlich besiegt. Headbutt. Ist wahrscheinlich kopflos. Kopflos Attacke. Na komm, halt durch. Headbutt. Der kriegt das wieder alleine hin. Komm. Nice. Großartig. Markus, du bist mein Pokémon. Das ist jetzt hier wirklich. Das ist hier genial. Der soll übrigens so ein Eisending, so irgendwie so ein Stück Eisen, so ein Eisenklotz darstellen. Nicht eine Bombe, aber gut. Für mich sieht's aus wie eine Bombe. Bombenbande. My children are adorable, but they are handful. Hey, let's play Pokémon. Let's play Pokémon. Joa. Bossart. Okay. Ein Pokémon, was mir nicht gefällt. Mittlerweile nicht mehr so. Bulldogs. Ja gut. Markus besiegt. Morty. Ist mal wieder Zeit für dich. Ein Shiny Starter. Ich bin mal noch stolz drauf. Aber. Na komm. Ach du Schreck. Na komm. Das werden wir doch hier. Das ist das, was der echte Modi meinte. Wenn ich den hier im Spiel, der echte Modi. Der meinte, der hat mir mal geschrieben, dass er Probleme hatte bei der ersten Arena. Das, ich hoffe, ich darf es erzählen. Ein paar so. Echt Schwierigkeiten hatte bei der ersten Arena hier, bei der normalen Arena. Wegen diesen Attacken, wegen diesen Überrollattacken im Wald und so weiter. Ich habe das First Try geschafft. Die erste Arena war für mich wirklich gar keine Ursache. Im letzten Part, das habe ich, das ist also. Vielleicht hat mir Modi auch Blödsinn erzählt, aber. Ich hoffe, er nimmt es mir nicht krumm, dass ich das jetzt hier erzähle. Aber, ja. Das hat mir Molly auch gar nicht geglaubt. Das ist also hier das erste. Ich habe hier wirklich ziemlich viel Glück hier in diesem Spiel. Also das ist hier wirklich übermäßig viel Glück. Ach, wieder das S'more. Also mein erstes, also mein Starter-Pokémon Shiny und dann mit dem Markus den ersten Run in einem Schlag. Das ist also First Try, das ist also wirklich. Glück im Spiel. Ja, Glück im Spiel, Pech in der Liebe. So sagt man's. Tja. Demnach müsste Modi eigentlich. Ja gut, lassen wir's. So. Die Trainer umgehen wir jetzt erstmal, wenn möglich. Das ja, wir haben noch später Zeit zum Trainieren. Ich will in die nächste Stadt mein Team aufräumen und hier mal ein bisschen ja Heilung schaffen. So, you won't rappel. Aha. Da ist der nächste Trainer, an dem wir nicht vorbeikommen. Why did you get in my way? I was training.
Okay, Mankey. Karasemeister vor dem Haus. Was Problem? Wir müssen nochmal zum Namenbewerter, weil wir haben jetzt dem keinen Namen gegeben, dem Ote. Dem wollte ich eigentlich noch einen Namen geben. Tja, vielleicht lernen wir nach der nächsten Arena fliegen. Vielleicht kriegen wir jetzt bald eine Flugarena. Das finden wir ganz gut. Ah, der Kombi, der kriegt's hin. Gar nicht schlecht. So, Mikey besiegt. Level 13. Ich hoffe, Kombi ist nicht aber, glaube ich. Weiter kämpfen. Er hat wohl ein Mankey-Team. Krieger-Tag. Nice. Setzen noch Krieger-Tag ein. Mankey-Gott brummt. Der einzige, der hier brummt, ist Kombi hier. Critical Hit. Oh, bei. Zwei Times. Na komm. Nice. 2 zu 0 für mich. Sehr gut. Wie sieht es in meinem Team aus? Wir haben Mollys besiegt, Markus ist auch besiegt, können wir nicht trainieren. Oh, die müssen wir mal trainieren. Switch. Das ist noch Level 10. Der braucht einen Namen. Ich hoffe, es gibt ihn nie. Am besten wäre es natürlich, wenn es in jeder Stadt einen Namensbewerter gäbe. Wird es wahrscheinlich nicht, aber man kann ja noch hoffen. Die Bären schön einsammeln. Gut. So, vielleicht kommen wir in diesem Part noch in die Stadt. So. Na komm, ach verdammt. What a lovely place for battling. Ich hoffe, mein Team hält's durch. Aus Outen. Quick Attack. Outen gegen Outen. Hab's jetzt erst geschnallt. Kampf die Kranken. 10 gegen 12. Ja, okay, das könnte knifflig werden. Ich bräuchte mal einen Trank. Medizin, Potion, bester Trank. Oten. Gut. Quick Attack. Nein. Na komm. Quick Attack. Was? Nein. Oh wei. Sehr gut. Trainiert. Ja, Switch Pokémon. Unbedingt. Rumpi. Krieg dazu ein bisschen ein paar Erfahrungspunkte. Miau, Verlenk. Okay, wie wär's mit Gast? Oh, sehr gut. Nochmal Gast. Scratch. Als Durchbubi. Oh, weia. Das könnte knifflig werden. Das schläft. Nein. Berries kann dagegen irgendjemand. Eine von den Bären. Von Poison. Don't use. Paralyse. Von Burn. Ich ermisst eventuell Oranberry. 10 HP. Das wird wahrscheinlich nichts. Jetzt vielleicht auf Oten. Scratch. Rumpi besiegt. So, Oten. Das ist doch klassischer Palwander, der kriegst du den Namen Palwander. Das ist doch. Oten muss Palwander werden. Mal sehen, wie lang es das im Team hält. Und vor Ortem im Team halten oder auch bald rausfliegt. Wenn dann alle sechs Trotz voll haben, dann müssen wir irgendwann, ja, müssen wir noch, wer fliegt.
Noch ein Oten. Oh wei. Das kann doch nichts werden. Oh wei. Small, meine letzte Hoffnung. Ja gut. Oh wei. Strange Shot. Was? Mein erster K.O. Blackout. Nice. Mein erster Game Over, Jam. Let's Play. Wirklich das erste. Kevlar Town. Ach du Schande. Hier sind wir. Den ganzen Weg nochmal von vorn. Ach du Scheiße. Das schneide ich jetzt nicht raus. Nö. Das guckt euch schön an. Das ist jetzt hier. Damit filmen wir jetzt noch den Part. Damit machen wir jetzt noch zu Ende. Habt euch gedacht. Obwohl, da hätten wir einen Kevlar-Town vielleicht. Wo wir gerade da waren, hätten wir das Team aussortieren können. Machen wir gerade mal noch. Das schenke ich euch jetzt noch. Dafür, dass ihr das vielleicht meistens doch aufscreen. Team aussortieren jetzt in Kevlar-Town und dann. Bis zur Stelle jetzt hier mal. Offscreen. So, Pokémon Center. Das ist jetzt dumm gelaufen. So, hier mal. PC, Move Pokémon. Ah, Kids liegt da auch auf der Box. Ja, Level 3, das hat wohl keine Hoffnung mehr. Move Pokémon. Team Pokémon. Ah, Team Pokémon. Warte. Ne, jetzt haben wir immer noch 4, wenn man den rauspacken und stimmt. Hab ich gar nicht mit gerechnet. Place. Und den muss jetzt auch raus. Twitch Spezi. Nee. Wo sind wir jetzt hier gelandet? Pokémon. So. Tschüss, Ninden. Hat lange Zeit halbwegs gut gekämpft. Ja, sind wir endlich. Sind was jetzt los? Jetzt bin ich halbwegs auch froh darüber. Das neue Team heißt Markus, Maudi, Kalwander und Pumpi. Jo, das ist doch das Level. Die Levels lassen sich doch halten. So, Switch. Oten nach vorne. Schauen wir mal, wie sich das Team jetzt beweist. Stück damit lässt sich kämpfen. Oten müssen wir gucken, wie sich das durchhält. Eigentlich müssen wir jetzt noch nach Pflanze und nach Wasser. Im besten Fall noch nach Elektro gucken. Aber ja, gut. Erstmal so. Zwei Spots haben wir ja noch frei. Können wir erstmal nach im Wasser-Pokémon Ausschau halten. Wir sind da schon am Strand. Da wird jetzt hier bestimmt das ein oder andere Wasser-Pokémon sein. Und angeln können wir auch. Das sollten wir vielleicht auch mal versuchen. Vielleicht im nächsten Part. Dort am Strand. So, Monkey Town. Hier mal schnell. So, wieder zur Strömung einsetzen. Na komm, jetzt ganz zackig, zacke die Duster. Jetzt schaffen wir das wahrscheinlich, wofür wir die ganzen Parts schon gebraucht haben. In wenigen Sekunden. Ja, natürlich. Wir mussten uns ja auch ein Notwurzel. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Lothar im Englischen. Musikstille. Musik. Kann bitte jemand Musik abspielen? Es ist mir zu leise. Es ist mir wirklich zu leise. Ach du Schande. Na gut, jetzt die, also erstmal noch besiegen. Ach du Schreck. Kopfkratz. Los, Oten. Quick Attack.
Na komm, das kriegen wir doch hin. Kriegen wir noch schnell am Hartende hin. Fällings Cute Charm, okay. Guten Vorhinlauf. Ja gut. Das ist schlecht. Na komm. Oten ist zutiefst betrübt. Oten ist deprimiert. Depressiv. Hat seine Flamme umgebracht. Ja, das mit der Liebe in Pokémon, das ist ja brutal. Okay. Weiterkämpfen, Oten. Gibt gleich ein neues Level für dich. Kapfly. Oh, das ist die Weiterentwicklung von den Kappa. Ja, okay. Ist gut, dass wir das in die Box gemacht haben. Das war doch nicht mehr normal. Nicht entwickelt haben. Okay, ja, das war eine gute Entscheidung. Das war eine weise Entscheidung. Das wäre wirklich nicht hübsch gewesen. Aber es ist stark. Das kann kämpfen. Na komm. Das Kapfly besiegt. Kapfly wahrscheinlich. Level 12. Nice. So, na dann. Däumchen nach oben, soll es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr seid. Und wir sehen uns im nächsten Part. Wenn die Musik wieder läuft. Verdammt. Ich muss ja eigene Musik drunter legen. Ich lege ja eigene Musik runter. Dann wundert ihr euch, warum ich flüstere. Warum ich mich über die Musik beschwere. Na gut. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Haut rein. Flieht ihr nach oben. Ciao, ciao.